Herzlich willkommen, meine Freunde, zu Uncharted 4, Part Nr. 8. Ja, wir müssen jetzt in den Maschinenraum rein. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal direkt auf den Weg. So. Der hangelt wieder rum wie ein Äffchen, dann einmal eine Etage tiefer und zack. So. Und rüber auf die andere Seite. Und dann hoch mit deinem fetten Arsch. Mann, warum nehme ich den Maschinenraum? Ja. Gut. Ein Seil haben wir jetzt nicht dabei. Das heißt, wir müssen uns an der Wand entlang hangeln. Okay. Das wird ja jetzt ein Heidenspaß hier. So. Ein bisschen schwingen. Und und nochmal. Oh, das Ding sieht aus, als würde es gleich brechen. Oh, oh, und schnell, schnell, schnell. Wow. So. Jetzt geht's hier an der Mauer weiter entlang. Genau. Schön machst du das, Nave. Und hoch, würde ich sagen, oder? Oder nicht? Oder doch? Oh, okay, auf die andere Seite. Komm. Jawohl. Na, gehst du rüber? So. Schönes Ding. Gehen wir mal. Ah ja, okay. Jetzt hoffen wir nur, dass das Rohr nicht bricht. Das weiß ich nicht. Ist da ein Fenster auf? Ich hoffe es mal zumindest. Ja, komm, hoch mit dir. Ja, ja, der Nathan, der wird auch so langsam alt. Ja, das sieht doch schon mal nach einem Maschinenraum aus, würde ich sagen. Für alle Technik-Freaks natürlich optimal. So. Was haben wir denn hier? Schön, nice. Pagano abbastanza. Se dobbiamo fare anche gli elettrici, puoi dire di no. Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Oh. Pronto? Ah, ok, ich dachte gerade, es wäre unser Handy. Wir haben ja, soweit ich weiß, überhaupt keins dabei. Kriechstuhl oder? Oh, oh, oh. Gut, das ging nochmal gut. Irgendwas dabei? Nee. So. Mal gucken, können wir hier irgendwas mitnehmen? Da hinten haben wir schon einen Hinweis. Na bitte. Wo zum Henker sind diese Schutzschilde? Ah, großartig. Sam, Sully, seid ihr da? Gottverdammt. Junge, wo zum Henker warst du? Bin am Ziel. War ein paar Mal echt brenzlig, aber... Na, wenn du den Strom abschalten willst, ist jetzt die Zeit. Okay, dauert aber noch einen Moment, bis ich an den Kasten rankomme. Uns bleibt kein Moment. Rafe spaziert hier gleich mit unserem Kreuz raus. Wartet, was? Rafe? Rafe ist hier? Ja, Rafe ist hier. Und im Moment ist er der Höchstbietende. Dann überbiete ihn. Womit? So viel Geld habe ich nicht. Sully, wir stehlen es, weißt du noch? Und wenn er den Bluff durchschaut? Wird er nicht. Wir sind bei 90.000. Höre ich ein weiteres Gerücht? Leute, wenn wir das Kreuz nicht kriegen, bin ich so gut wie tot. Ja. Und wenn ich den Zuschlag kriege, sind wir alle tot. Sully, du musst mir mehr Zeit verschaffen. Da ist keine weiteren Geburten. Vertrau mir. Zum Ersten, zum Zweiten. Was soll's? Bene, 100.000 Euro sind geboten. Grazie. Höre ich weitere Gebote? Das Gebot liegt bei 110.000 Euro. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Mit diesem Gebot... Keine Sorge, du bist im Nu daraus. Na, das hoffe ich. Okay, muss das Schloss aufbrechen. Aber womit? Das Gebot liegt jetzt bei 130.000. Nein. Was? Wir sind jetzt bei 140. Oh, oh, der wird jetzt arm. Nicht. Verdammt. Bringt uns auf 150. Komm schon, jetzt soll ich...
Ist da bestimmt irgendwo was drin. Mann, das sind zu viel. Ja, einen Moment. Ja. Jawohl. So. Knacken wir das Ding mal auf. Oh, oh. So, schnell Strom abzapfen, bevor... Okay, Jungs, bin am Schalter. Bereit? Arm wird. So bereit wie noch nie. Victor? Sekunde noch. Der Gentleman bietet 200.000 Euro. 500.000. Machen wir Nägel mit Köpfen. grazie. Das Gebot liegt bei 500.000 Euro. Möchte der Gentleman erneut bieten? Klar, komm. Hast mir kurz Angst gemacht, Victor. Dachte schon, ich muss dich kalt machen. Okay, versauen wir also dem Arschloch den Abend. Sonst noch jemand? Und zum Ersten? Zum Zweiten? Und verkauft für 500.000 Euro. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Der Notstrom wird sich gleich einschalten. Es ist weg! Weg da! Aus dem Weg! Haltet ihn! Hey, haltet den Kerl auf! Was tun Sie denn? Sie lassen ihn entkommen! Sprechen Sie! Sparisch! Gut. Sam, sag, dass du das Kreuz hast. Der heilige Desmos ist hier bei mir. Sag hallo. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Kommt zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. Alles klar, dann machen wir uns mal auf den Weg. Jetzt habe ich mir leider nebenbei was notiert. Aber egal. Dann holen wir den Fluchtwagen. Ja, jetzt müsste ich... ich muss mal aufhören damit. Ich notiere mir immer zwischendurch irgendwelche Titelnamen für die einzelnen Parts. So, der wollte ja über die Terrasse flüchten, ne? Soweit ich das vorhin richtig mitbekommen habe. So. Hoch mit ihr. Oh, gut, da müssen wir rüberspringen, ob wir das schaffen. Oh, nein, das schaffen wir nicht. Fuck! Sam, sag, dass du das Kreuz hast. Der heilige Desmos ist hier bei mir. Sag hallo. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Kommt zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. So, zur vorderen Einfahrt. Ja. Dann machen wir uns mal auf den Weg dahin. Und... Komm schon! Jawohl. Bei Gefahr entdeckt zu werden... Oh, nein! Gelb bedeutet, die Gegner untersuchen, was sie zu sehen geklopft haben. Nein. Okay. Ja, ich hab's gerafft. Wir können jetzt weitermachen. Was? Zum Springen L gedrückt halten und X drücken. Ja, mache ich doch. Hä? Warum hat sich das Spiel aufgehauen? Willst du mich jetzt verarschen? Ey, das Spiel, Leute, das Spiel hat schon aufgehangen, oder nicht? Auf
obwohl sich da unten ja noch bewegt. Zum Springen, L gedrückt, halten und X drücken. Ja, hab ich doch. Schön, dass sowas immer beim Let's Play passiert. Jetzt willst du mich aber verarschen. Jetzt willst du mich aber hier... Wir machen aber nochmal, Kontrollpunkt neu laden. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Gut. Oh. Mach von Culo, ja. Rossi ti beccano vivo, ti impiccano davanti alla villa e ti lasciano lì per un anno. Jetzt wird's ein bisschen schwieriger. Oh! Alter, hat er mich gerade erschreckt. Und weg mit dir. So, wir hangen. Wow, guckt euch das mal an, gell? Geil. Ich weiß gar nicht, ob wir hier runter müssen oder. Ah, komm, wir gehen mal. So. Zack. Ja, ich würde es ja jetzt riskieren und runterspringen. Aber das war falsch. War mir so klar. Ich glaube, das wird eher ein Fail-Part. So. Okay, wir müssen oben lang, es geht anscheinend nicht anders. Na komm, dann geh hoch. Was soll's? Was soll's? Und hepp. Und hepp. Also entweder bin ich zu blöd dafür oder... Oh, nee. Hier geht's ja lang. Na komm, hoch mit dir. Oder kommst du da nicht hoch? Nee, da kommt er wohl nicht hoch. Oder geht's auch runter? Ich weiß nicht, ob die Höhe gefährlich ist. Ich versuche mich mal da vorne hier ans Fenster zu hangeln. Komm, springen wir ab hier. Ne, geht nicht. Gut, dann müssen wir weiter oben lang. Ey, wer pfeift denn hier? Aber gut, das hätte ich mir eigentlich auch denken können. So, ein bisschen hangeln. Aber ihr wisst ja, ich bin noch nicht so geübt in so Spielen. Aber das kommt noch. Macht euch da keine Sorgen. Wenn man halt nur Shooter spielt, dann... Waffen wären vielleicht auch nicht schlecht. Ja. So, jetzt aufpassen, dass uns keiner über den Weg läuft. Gut, dann... Oh, hier wird's... Oh, oh. Nein! Boah, das war knapp. Non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo.
Kann man den runterschubsen? So. Das wäre erledigt. Unterwegs. Verschaffe mir nur einen Überblick. Okay, bis gleich. Ja. Ah, da oben. Gut. Die hauen die ab, oder was? Ohne mich. Immer den Scheinwerfer. Nein! Hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Aufpassen hier, dass uns ne, das ist nicht so gefährlich hier lang. Ich würde gerne runterspringen. Gut, machen wir auch. Was? Oh, das war wohl ein bisschen das war wohl ein bisschen zu hoch. Alles klar, machen wir von vorne. Dann müssen wir wohl doch einen anderen Weg finden. Ich würde sagen, oben lang, aber... Schade, dass man die Lampen nicht ausknipsen kann. Genau, dann müssen wir halt oben schauen, wie es weitergeht. Voll scheiße. Ah, okay. Gehen wir mal hier rein. Und hepp. Okay, alles gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Ich schau mal, ob wir hier drin irgendwas finden, was uns eventuell vielleicht ein Hinweis oder irgendein Schatz oder irgendwas anderes. Vielleicht eine Notiz, die wir gebrauchen können oder... Oh, oh! Scheiße. Nathan. Kleiner Tollquatsch. Wow, okay, ich gehe raus. Da hinten die Bücher sehen so ein bisschen interessant aus. Aber nö, hier gibt's wohl nichts. Also ich weiß nicht, entweder übersehe ich hier 1000 Schätze oder es gibt hier kaum was. Oh, scusi. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, Sie aber auch nicht. Ach nein. Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn Sie es keinem sagen. Sie haben etwas, das ich will. Und Sie werden es mir geben. Wirklich? Tja, das schmeichelt mir. Aber ich bin leider vergeben, sehen Sie? Wenn Sie mich jetzt entschuldigen... Ja! Oh. Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Gut, die Bitch dreht Geben Sie mir das Kruzifix. Aber? Lady, Ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst würde ich... Was denn? Okay, gut. Aber wissen Sie, ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. Gut, dann klatschen wir der Schlampe mal eine rein hier. Eieieiei. Versuch. Der war geschenkt. Für Sie. So. Komm her. Und jetzt her mit dem Artefakt. Gehört nicht Ihnen. Handeln. Okay, Moment. Ich habe ein schönes Astrolabium zu Hause, kaum benutzt. Ich mache Ihnen einen fairen Preis. Ich habe eine bessere Idee. Na gut, du hörst nicht anders. Jetlag. Dann ist halt aufs Maul. Boah, die ist gut. Aua, aua. Geht's noch? Haben Sie genug? Oder spielen Sie lieber weiter den Klugscheißer? Bei Klugscheißer bleiben. Tja, wissen Sie, die Klugscheißer-Nummer hat mich weit gebracht. Warum aufhören? Halt, halt! Gut! In meiner Gesäßtasche. Ein so ein schönes Paar. Gut, kein Problem für uns.
Ja, ich komme schon. Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Das ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Die versuchen es einzudämmen. Aber alle drehen durch. Oh. Ich will hier nicht drängeln, aber behalt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Ja. Und du? Am Ball sein. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Die gute Nachricht. Ich habe eine Knarre. Bis gleich. Te lo juro. Ho visto qualcuno che usciva dalla finestra della biblioteca. Ah, das runde Schild da hinten ist es. Ist die Frage. Gut. Kann der da runter? Schafft er das? Was? Oh ja, komm, Nathan, jetzt aber. Eieiei. Okay, ich bin am Wagen. Wo zum Teufel steckt ihr? Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Sie ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Versuchen es einzudämmen. Aber alle drehen durch. Ich will ja nicht drängeln, aber behalt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Ball sei. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Die gute Nachricht. Ich habe eine Knarre. Bis gleich. Da questa parte. Nathan, nein. Andere Seite. Und? Jo. Oh nein. Lass zu! Schieß den jetzt! Was machst du? Oder sieht's mir aus? Scheiße! Nathan! Fang! Halt, was? Oh, Mist. Ich hab sie! Easy. Alles klar? Ja, ich häng nur so rum. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja, glaub schon. Okay, wir treffen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Ballsaal. Okay, bis gleich. Kein Problem. So, dann ab zum Ballsaal. Noch ein bisschen Muni einsammeln. Vector, ich sitze hier fest. Eine Idee? Der Weg führt durch den Ballsaal. Du hast gesagt, er ist abgeriegelt. Ja, aber jetzt, dann geht's hier weiter und hepp! Ab durch die Wiese. Keine Gnade, die wird direkt rein. Ja, ist ja überhaupt nicht unfair, ne? So viele gegen einen. Aber egal. Für uns kein Problem. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie den scheiß Ballsaal da finden. Oh, da unten steht das Auto. Aspetta. Easy kill, easy. Jawohl, Ratter, das gefällt mir doch schon besser. Oh, da hast du kassiert, Junge. Nee, ich will die Uzi. Die ist besser. Ja, jetzt kann ich mich doch... Ah, okay, einfach übers Dach. Warum schwer machen, wenn es doch einfach geht? Gut, warum ich jetzt direkt zum Ballsaal kommen will, soll, ist jetzt... Hätten wir uns eigentlich schon unten treffen können, aber... Naja. Nathan, die nageln mich fest! Du musst mir helfen! Ich komme, Sam. Ja,
Ja, ich bin ja schon unterwegs. Dass das so eine gute Idee ist, glaube ich jetzt nicht. Ja, jetzt die Frage, wo geht's lang? Kann man hier rein? Leider nicht. Leider nicht. Nee. Ich würde ja hochgehen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht so der richtige Weg ist. Allerdings frage ich mich, für was die Kiste hier ist. Die scheint ja wohl irgendeinen Zweck zu erfüllen. Oh, gut. Ah, okay. Okay. Wer ist da? Hallo? Wo? Oh, ich bin gleich wieder tot. Ach, hier! Ach, ich dachte schon. Und da oben. Jetzt wird's ein bisschen. Knapp hier. Na gut, haben wir ja noch überlebt. Hey! Oh, scheiße. Ich will eine Pistole holen. Wo war die denn jetzt hier? Schnell, gib her. Ey Junge, wenn du mir jetzt einen Rücken schießt, wenn ich da hochkomme, gell? Ja. Jetzt ist aber gut hier, Junge. Langsam regst du auf, weißt du das? So langsam regst du auf. Oh, Parakaliber. Kann man gebrauchen. So, jetzt gehen wir mal runter im Ballsaal und ballern die Ballermänner weg. Ey, das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Ich raff's nicht und dann kann man einfach eine Treppe hochlaufen. Oh, alles klar. Alles klar. Oh, ich denke mal hier, das Seil wird wohl unser Freund ein Helfer sein. Yippie! Und willkommen im Alter. Hey, wie geht's? Ich glaube, ich habe genug von dieser Option. Oh ja. Ich auch. Okay, Jungs, planen da. Zu viele wollen hier weg. Die Einfahrt ist komplett dicht. Hey, die sind nicht allein! Wir müssen hier raus, verdammt! Ich das mit meinen Kapazitäten da noch schafft. Zwei bis er. Ja, und. Nö, ich hätte lieber das andere. Hä? Ich bin die Uzi her. Ey, wer Quatsch fliegt. Schuss! Sam, hier lang! Bin bei dir! Sally, uns rennt die Zeit weg! Halt durch, Junge, ich bin fast da! Einer erledigt! Bin gleich da! Wenn du
keinen Leichenwagen fährst, beeil dich besser. Oh nein, das ist... Ich wollte gerade sagen, der ist nicht eine Granate geworden. Der Sack. Ja, so langsam ist erstmal. Guter Schuss, kleiner Bruder. So langsam ist erstmal Zeit hier. Okay. Alles klar, Muni einsammeln brauchen wir ja keine mehr. So. Jetzt schnell weg hier. Los, los! Fest! Okay. Hoffentlich komme ich dafür nicht in die Hölle. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Ah. Hodie mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten, sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir. Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Ja. Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, herrje, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Hm. Rafe ist involviert und ich krieg das allein hin, ehrlich. Mhm. Super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja, mach ich.
Okay. Ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja. Ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein. So, meine Freunde, wir machen jetzt hier einen Cut und dann sehen wir uns in Part 9 wieder. Bis zum nächsten Mal.